Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne einen weiteren Zubehörartikel, in meinem Fall für das iPad Pro in 12,9 Zoll vorstellen. Und zwar geht es um den Lululook magnetischen Standfuß aus Aluminium. Hier oben ist eine riesen Platte, wo Magnete dahinter sind. Da wird das iPad dann dran gehalten. Ich kann diesen Teil hier rotieren, das heißt sowohl vertikal als auch hochkant verwenden. Ansonsten seht ihr schon, ist hier gar nicht so viel dran. Ist aus einem wunderbaren Aluminium gefertigt. Hier hinten noch so ein Loch, wo ich dann das Kabel durchführen kann, um das iPad dauerhaft aufzuladen. Ja, und da, denke ich, sollten wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Bevor wir dazu kommen, aber kleiner Disclaimer, dieser Standfuß wurde mir vom Hersteller kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich wurde nicht beeinflusst, ich habe keine inhaltliche Vorgabe bekommen, ich wurde auch nicht bezahlt. Alles das, was ich hier sage, ist wie immer garantiert meine eigene freie Meinung. Dieses Teil hier kostet in der 12,9 Zoll Variante, also für das große iPad, das ist dann kompatibel mit dem iPad Pro 12,9 Zoll in der Variante, also Modelljahr 2021, 2020 und 2018, 79,99 Euro. Und es scheint bei Amazon aktuell so einen 5 Euro Rabatt zu geben. Da habe ich nichts mit zu tun. Das habe ich heute nur durch Zufall bei Amazon gesehen. Die kleinere Variante fürs iPad Pro 11 Zoll 2021, 2020, 2018 und ist auch gleichzeitig kompatibel mit dem iPad Air 2022 und 2020, kostet ebenfalls 79,99 Euro. Und dann gibt es nochmal etwas kleineres fürs iPad Mini des aktuelle und die kostet 59,99 Euro. Da scheint es auch nochmal 4 Euro Rabatt zu geben. Da ist ein bisschen weniger Material dran, deswegen wahrscheinlich auch ein Ticken günstiger. Das auf jeden Fall zur Preissituation. Das Ganze gibt es in Silber und in Space Gray. Ich packe es euch hier mal hin und lege mein iPad Pro mal daneben. Das ist Space Gray, das ist Space Gray. Und wie ihr seht, ist es nicht 100% der gleiche Farbton. Ich habe hier schon, ja, es ist also spürbar dunkler das iPad als dieser Standfuß hier, aber ich packe es einfach mal auf die Rückseite mit dran, dann seht ihr auch direkt, wie gut die Magnete das Ganze hier halten. Also man kann hier problemfrei dran rütteln. Da passiert gerade mal überhaupt gar nichts, wie ihr seht. Ja, und wie ihr schon feststellt, sieht man jetzt hier diese Farbnuancen vom Unterschied doch sehr, sehr gut. Schlimm finde ich es persönlich aber nicht. Das ist eine sehr schöne Kombi und passt auch sehr, sehr gut zueinander. Es gibt jetzt nochmal, bevor wir über die restlichen Details sprechen, eine weitere Variante. Bei dem hier seht ihr hier oben so ein Knickgelenk. Da kann ich den Winkel verändern zwischen minus 20 und 200 Grad. Bei der zweiten Ausführung ist hier unten auch nochmal ein Knickgelenk drin. Die liegt dann bei 81,99 Euro. Und damit habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich knicke das jetzt hier zum Beispiel nochmal nach unten und kann mein iPad dann eben auch an diesem Standfuß direkt in Tischnähe sozusagen betreiben, um vielleicht drauf zu malen, drauf zu schreiben. Da hat man noch ein bisschen mehr Flexibilität. Es gibt beide Optionen. Ich verlinke euch auch beide Varianten. Da könnt ihr einfach mal reinschauen und ja, kontrollieren, was euch besser gefällt. Jetzt kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Standfuß. Ich habe es eben schon mal gesagt, komplett aus Aluminium gefertigt. Hier mit dem Scharnier oben, um das Ganze zu verstellen. Ich habe ein richtig schwergängiges Drehgelenk, um mein iPad dann in den vertikalen Modus bringen zu können. Ich glaube, hier über die Kamera sieht man es jetzt relativ gut. Das Ganze ist nicht genau in der Mitte, also nicht zentrisch angebracht, sondern etwas in eine Richtung verschoben. Und zwar ist der längere Teil letztlich der, wo das iPad mit der Unterseite platziert werden soll. Das heißt, die Kamera befindet sich dann also hier oben. Und das wird auch angezeigt auf der Seite durch so einen kleinen Strich. Man weiß also immer, wo unten ist. Zu der Vorderseite kommen wir gleich. Was ich so ein bisschen zu bemängeln habe, also ich sag mal so, ich habe einen riesen Vorteil aus meiner Sicht, auch gegenüber dieser Lösung hier, und einen kleinen Nachteil, beziehungsweise etwas, wo ich sage, das hätte man ein bisschen schöner lösen können. Und zwar zum einen, das ist hier super schwergängig. Das ist aus meiner Sicht der besagte Vorteil, weil ich einfach, wenn ich gegen den Tisch komme oder wenn was auch immer passiert, dann flutscht mir das nicht einfach runter oder verstellt sich automatisch, sondern ja, das ist wirklich super, super stabil und feste gebaut. Gefällt mir gut. Was mir etwas fehlt, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt komplett in die waagerechte gehe oder in die vertikale Option hier mit reingehe, dass ich einfach durch so ein kleines, durch so einen kleinen Widerstand merke, dass ich jetzt exakt auf der Nullposition bin, dass mein iPad dann auch exakt gerade steht und nicht vielleicht auf eine Ecke ein bisschen runterhängt und ich das dann immer wieder hin und her justieren muss. Ich weiß nicht, ob die Teile das normalerweise haben, ob das nur bei mir so ist, weil ich spüre so minimal, wie so ein Klicken, also so ein minimales, ja, einfach ja, Gefühl in der Hand habe ich schon, wenn ich das jetzt hier hin und her bewege. Das ist aber so wenig, dass ich damit nicht genau orientieren kann, bin ich jetzt in der Nullstellung oder nicht. Ist kein Riesending, aber da finde ich, das hätte man ja schöner lösen können. Zumal das bei der Pitaka-Lösung, das hört man sogar richtig laut. Ich drehe es jetzt mal in die Vertikale. Habt ihr das gehört? Jetzt wieder andersrum.
Das rastet richtig ein in der besagten Position. Das finde ich eigentlich sehr charmant. So viel zu der Dreh- bzw. Verstellmöglichkeit. Ich würde vorschlagen, wir packen das iPad jetzt einfach mal auf die Vorderseite dran. Dann gucken wir mal, wie stark die Magnete sind. Und da kann ich euch sagen, die sind so unfassbar stark, dass ihr nicht ansatzweise Angst haben müsst, dass euch das iPad irgendwie runterfallen könnte. Ihr seht, hier hängt es jetzt dran. Das arretiert sich auch sofort exakt mittig. Also wenn ich hier nur drüber gehe, dann schnappt es sofort. Ich mache mal so, komme ich ein bisschen besser dran. Dann schnappt es sofort, habt ihr jetzt gesehen, an die richtige Stelle und hält hier bombenfest. Ich kann hier dran rütteln und alles Mögliche tun. Da passiert überhaupt gar nichts. Es ist aber so, ihr seht es jetzt von der Seite ganz gut. Wenn ich das iPad jetzt drehen möchte, ich habe eben gesagt, das geht relativ schwer und ich würde nur das iPad festhalten und jetzt anfangen zu drehen, dann reißt mir das iPad bzw. es geht magnetisch ab, habt ihr gerade gesehen. Ich kann also, wenn ich in die Vertikalfunktion möchte, muss ich wirklich dahinter fassen, muss also den hinteren Teil mit festhalten und kann es dann jetzt drehen und selbst dann kann es passieren, dass mir das iPad runterreißt. Das muss man ganz einfach wissen, ist kein Problem, bzw. ich finde es trotzdem nach wie vor besser, dass es so schwergängig ist, dass es eben nicht automatisch verstellt. Aber wenn ich jetzt ganz, ganz häufig am Tag horizontal, vertikal hin und her stelle, dann ist es schon ein bisschen nervig. Wahrscheinlich ist es sogar am einfachsten, wenn ich das iPad einmal abnehme, es dann verstelle, wieder dran packe. Das sollte man einfach wissen. Um das iPad selbst abzunehmen, gehe ich am besten hin, nehme mir irgendeine Kante und ziehe es dann seitlich weg. Das geht ganz gut. Man merkt schon einen ordentlichen Widerstand, aber das ist gar kein Problem. Der Hersteller sagt jetzt, dass ich optimalerweise kein Case um ein iPad drum haben soll. Das ist ganz klar, weil damit verringere ich ja die magnetische Wirkung hier zu dieser Matte hin. Versteht sich von selbst. Jetzt habe ich gesagt, ich nutze hier oder habe jetzt in der letzten Zeit, bevor mir das hier zugestellt wurde, ganz lange das Pitaka Mac, den Pitaka Mac Easy Stand verwendet. Und der wird eben in Kombi mit dieser schönen Carbon- bzw. Amidfaser, nennen die das, glaube ich, Hülle betrieben. Und ihr seht, die Konnektoren werden hierbei durchgereicht. Das ist der Riesenvorteil. Das Ganze ist nämlich auch kompatibel mit meiner Apple-Tastatur. Das heißt, ich kann problemfrei mit der Hülle wechseln zwischen Apple-Tastatur, wenn ich unterwegs bin, und zwischen Büro, um es direkt einfach dran zu packen. Jetzt habe ich mich gefragt, weil ich diese Hülle ganz gerne weiterhin nutzen möchte, um unterwegs einfach weiterhin den Schutz zu haben, weil ihr seht es ja selbst, die ganzen Kanten, die sind alle ungeschützt und wenn ich das hier ins Keyboard reinpacke und da irgendwie unterwegs irgendwo dran titsche, habe ich direkt da einen Schaden dran. Das möchte ich nicht, deswegen bin ich ein Riesenfan von dieser super dünnen Hülle, die mir trotzdem alle weiteren Optionen mit Keyboard und Co. offen hält. Und ich habe natürlich direkt probiert, ist das noch magnetisch genug? Und ich kann euch sagen, das ist trotzdem noch so unfassbar stark. Ihr seht's, also ich würde sagen, das ist sogar 0,0 Änderung ohne Case und mit Case. Also da müsst ihr euch so überhaupt gar keine Gedanken drum machen. Wenn ihr sagt, das Teil möchte ich auf jeden Fall haben, um ein iPad unterwegs zu schützen und ihr möchtet aber trotzdem gerne diesen Standfuß haben, anstatt dem von Pitaka, der irgendwie zur Hülle passt, muss man aber beides einzeln bestellen. Es gibt kein Set, also es sind schon zwei separate Artikel. Dann kann man auch bedenkenlos zu diesem schönen Lululook-Standfuß hier greifen. Also da ist die Magnetkraft nach wie vor mehr als ausreichend. Der letzte Teil, den wir uns noch anschauen müssen, ist die Unterseite. Hier oben habe ich über den Magneten so ein schönes, ja, so eine gummierte Oberfläche. Die ist aber ganz samtig weich, sodass man iPad auf der Rückseite nicht verkratzt. Der untere Teil sieht genauso aus, ist aber von der Materialbeschaffenheit tatsächlich anders. Also das hier ist seidenglatt und das würde auch komplett, ihr seht es hier, über den Tisch drüber rutschen. Da habe ich keinen Widerstand, ist wirklich schön glatt. Hier unten der Teil, da ist ein ordentlicher Widerstand zu spüren. Das ist also ein richtiges klebriges Gummi, sage ich mal. Und ihr seht, ich drücke jetzt hier mal auch feste dagegen. Der bewegt sich nur minimal. Und wenn dann hier oben noch das Gewicht des iPads drauf ist, dann ist das so überhaupt gar kein Problem. Das heißt, auch das hier unten gefällt mir. In Summe also ein wirklich stabiler, aus Aluminium gefertigter Standfuß, der sich schön schwergängig verstellen lässt, was Vor- und Nachteil zugleich ist. Ich kann hier komplett, ihr seht, den Winkel nach vorne und hinten problemfrei verändern. Die Magnete haben mehr als genug Kraft, um auch noch so eine dünne Hülle hier zum Beispiel damit betreiben zu können oder in der Kombi nutzen zu können. Und das gefällt mir tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich muss jetzt auch keine Angst haben, dass ab einem speziellen Winkel das iPad Übergewicht bekommt und dann nach vorne oder hinten umkippt. Also in die Richtung sowieso nicht, da ist ja der Standfuß. Selbst wenn ich es komplett in die andere Richtung drehe, seht ihr, also da müsste ich schon total doof dagegen kommen,
dass mir das auf die Vorderseite umfällt. Also durchaus ein durchdachtes und hochwertiges Produkt, das muss man klar sagen. Es gibt natürlich jetzt verschiedene Anwendungsfälle dafür. Also ich habe mein iPad grundsätzlich immer neben meinem Computermonitor stehen, sobald ich am Schreibtisch bin, weil hier irgendwelche Push-Nachrichten hochpoppen, irgendwelche Informationen angezeigt werden, damit ich es einfach dauerhaft im Blick habe. Und dafür eignet sich so ein Standfuß natürlich optimal. Auf der anderen Seite gibt es ganz enorm viele Leute, die sagen, ich brauche gar keinen Mac, ich brauche gar keinen PC, keinen Rechner. Das, was ich mache, kann ich problemfrei auf einem iPad tun. Und sind wir mal ehrlich, iPadOS ist mittlerweile schon relativ weit. Für die allermeisten wird es wahrscheinlich ausreichen. Und gerade mit so einem großen Screen wie bei diesem Gerät hier geht das wirklich vollkommen produktiv in Ordnung. Und da ist die Kombi aus so einem Standfuß, aus einer externen Tastatur in Kombination mit einer externen Maus oder mit so einem Magic Trackpad hier, einfach nochmal sehr viel näher an einem richtigen PC-Erlebnis dran, als das hier nur mit reinem MacBook ist. Und man muss jetzt natürlich sagen, klar, kann ich das hier auch zu Hause in diesem Magic Keyboard betreiben und habe dieses kleine Paket einfach auf dem Schreibtisch stehen, aber das hier mit einer vollwertig großen Tastatur, mit einer vollwertigen Maus, ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Und ich muss auch sagen, am Anfang dachte ich so ein bisschen, ich stelle es mal zur Seite, dann seht ihr mich noch besser, dass es von der Ergonomie her nicht optimal ist, weil ich nach wie vor natürlich einen Ticken weiter runterschaue beim Schreiben, um den Monitor zu sehen, als ich es jetzt zum Beispiel bei meinem großen Monitor am Rechner habe. Der hängt ein bisschen weiter oben. Das ist hier aber tatsächlich in der Praxis gar nicht mal so schlecht. Ich bin damit schon gut zurechtgekommen, aber ich würde es mir wahrscheinlich trotzdem irgendwie auf einen kleinen Gegenstand draufstellen. Also gefühlt würde ich sagen, ist die Höhe hier optimal, so ein kleines Kistchen. Da gibt es ja auch verschiedene, ja, so Schreibtischlösungen, so schön geschwungene Teile aus Holz, wo ich dann auch dann bei Nicht-Benutzen meine Tastatur und die Maus drunter schieben kann. Ich glaube, sowas würde ich mir in der Kombi für einen Schreibtisch dann auch holen. Und dann habe ich eine wunderbare Lösung, um produktiv mit meinem iPad arbeiten zu können. Auch für alle Studenten, Schüler, die sagen, jetzt Homeschooling ist ein Thema, wirklich hier Textverarbeitung, Dinge dieser Art mit einer ordentlichen Tastatur, ist also eine wirklich tolle Sache. Und damit ist wahrscheinlich zu dem Produkt auch alles gesagt. Ich denke, das Video brauchen wir jetzt nicht weiter in die Länge ziehen. Ich verlinke euch mal mein Review zu dem Pitaka-Stand. Schaut da auch gerne mal rein, falls ihr euch dafür interessiert. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht, beziehungsweise welche Lösung ihr am Schreibtisch verwendet. Vielleicht ist ja auch nochmal die eine oder andere Anregung für den einen oder anderen von euch mit dabei. Bleibt gesund. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut!